Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Formel 1 2014. Heute beim Qualifying in Malaysia. Mit dabei ist wie immer der Silly. Grüße. Der Brunetto LP. Hallöchen. Der Babyisch. Hallo. Und der Entrix. Der Beste kommt natürlich immer zum Schluss. Mahlzeit. Ja, dann würde ich sagen, auf eine gute Runde, wa? Ja. Intermediate. Mal gucken. Schau mal. Warum kann ich nicht fahren? Warum kann ich kein Gas geben? Oh nein, ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler mit dem Setup gemacht. Ach scheiße. Ich kann kein Gas mehr geben. Hä? Als Rennsonder ist trocken. Ah ja, deswegen habe ich jetzt ein falsches Setup eingestellt. Ich habe Durchschnitt gemacht. Scheiße. Ich kann kein Gas mehr geben. Weil wenn man jetzt ein Setup einstellt, kann man das Setup, was man jetzt einstellt, muss man doch auch im Rennen verwenden, ne? Ja. Das meine ich, das ist die Scheiße. Wegen dir haben wir jetzt hier gelbe. Ja, ich glaube, seit Farming Simulator hat sich die Steuerung umgestellt mit Gas geben. Ich weiß auch warum, weil ich kombinierbare Pedale an hatte. Ich glaube, ich habe eben noch gezockt. Also von daher, ne? Oh, Alter, ich muss mich jetzt mal an die Lenkung gewöhnen, eben war es anders. Oi! Er ist ja neben mir. Alter, Mann. Keine gute Zeit mehr. Wollt ihr mich jetzt wieder ärgern oder wie? Ich habe wieder 10 Plätze. Ey, das kann doch nie wahr sein. Ja, du hast halt die Arschkarte gezogen in Malaysia, ne? Oh, wieder in der gleichen Kurve. Wieder in der gleichen Kurve. Pflanzt auch nicht aus den Federn, oder? Na. So. Also ich habe keine Regenreifen, ich habe auch keine Intermediates, glaube ich, oder? Ah, ich habe Intermediates drauf. Die grünen okay. Sind die Intermediates eigentlich. Grüner, ja. Ja, ich komme durcheinander mit den ganzen. Ah ja, ich habe auch grün drauf. Da. Ja, ich habe Intermediates drauf. Ah, das ist immer blöd, wenn du ein anderes Spiel spielst und dass dir die ganzen Controller alle umstellt. Ja. Ja, ich habe kombinierbare Pedale eben noch angehabt wegen Farming Simulator, deswegen hat das damit Gas geben nicht gefunkt, deswegen. Ich muss das jetzt erstmal umstellen. Passiert. Ja. Ja, das hatte ich auch beim Euro Truck Simulator. Ja. Das hatte ich ja so. Hatte ich nämlich hier Watch Dogs gespielt. Und dann ging im Watch Dogs einmal die Tastatur im, da ging dann in Euro Truck Simulator 2 nur noch hier der Xbox Controller. Weil ich vorher und normalerweise fahre ich ja mit Tastatur und Maus. Oh, Exhauser, du Finger. Was? Du, Schnitzel. Hä, was los? Ich war hinter dir, du hast mich gerade voll weggedrängt in der Kurve. Ja, ich bin rausgekommen aus der Kurve, sorry. Weil du nicht gesehen hast. So. Alter, du kannst doch gar nicht Gas geben, ey. Ich war gerade mal eine schnelle Runde. Ja, ich hoffe auch mal eine ganz schnelle Runde. Ja, ich war auch darauf, das hast du jetzt auch erledigt. Aber wie gesagt. Versuch's noch. Wer ist eine gute Zeit hinkriegen? Vor dich. Ich probiere mal, ob ich. Ich überlege schon, ob ich. Bianchi so langsam. Ich werde gerade reingefahren. Oh, Markussen ist von der Strecke runter gewesen. Och Mensch, ey. Erstmal an das Wetter rantasten wieder. Das Problem ist, jetzt haben wir Regen und dann haben wir wieder. Alter! Sind die KI-Fahrzeuge geklappt oder so? Die fahren langsam und dann auf einmal heizen sie dir einen rüber. Ja. Ja. Da musst du ja Angst haben, ey. Und warum stand gerade der Pylone mitten auf der Strecke? Keine Ahnung. Ein KI-Fahrzeug macht die beste Runde, ich glaub's nicht. Oh, Kobayashi. Ja, ich geb ja schon Vollgas, mehr kann ich hier nicht fahren. Ja, ich auch. Ich bin jetzt bei 1,28 gerade. Na, ich hab umgestellt auf. Oh, komm schon. Ja. War alles Regelkomfort. Perfekt. Was? So, liebe Runde, die Runde überbiete ich. Und zwar genau nicht.
Scheiße, Vierter. Also bei Regen zu fahren auf Malaysia, da muss ich mich jetzt mal reingewöhnen für die erste Runde. Also ich finde bei Regen eigentlich gar nicht so schlecht. Ja du, weil du die beste Runde gemacht hast. Rosberg ist jetzt vor mir. Also ich habe den Magnussen vor mir gerade. Das Problem ist, ich muss natürlich richtig weit da vorne fahren, ich habe plus 10. Aber ich kann ja euch sagen, ich habe auch die ganze Nacht ein bisschen noch geübt auf der Strecke. War auch zu scheiße. Was? Verdammter. Ah, der Hülkenberg war gerade vor mir. Alter, Belich, machst du das gerade? Nee, das war hier der Rosberg, der hat mich voll weggeschoben. Alter, Achtung, Schwede. Unfall voraus. Irgendwo ist vor mir ein Unfall. Ja, der Rosberg, der hat mich weggeschoben. Boah, der Magnussen, ne, der nervt. Und ich habe auch gar keinen Flügel mehr. Ja, da musst du in die Boxengasse. Ja, zack, zack. Irgendeiner fährt da am Rand. Ich nie. Das war echt eine gute Runde gewesen. Naja, gut. Also ich werde immer besser. Der Rosberg ist vor mir, ja. Oh, der war schlecht. So, ab. Alter, ich bin schon wieder so grottenschlecht, das geht gar nicht. Platz 18. Ja, geht. Und Sili ist Achter. Also ich bin jetzt von Platz 4 starten, wir müssen ja noch 10 Plätze nach hinten. Also ich bin jetzt 6. Ich bin jetzt gerade 6. Und Sili hat die schnellste Runde gemacht. Den werde ich niemals überholen. Also ich bin in Malaysia bei Regen total schlecht, wisst ihr das? Ich bin generell im Regen schlecht. Ich mache jetzt nochmal schön auf Fett. Na, ich hab extra hier das Setup auf Regen umgestellt. Da fährst du richtig. Ich aber nicht. Aber du weißt, ne, dass du vorm Rennen das nicht mehr umstellen kannst. Du kannst das vorm Rennen nicht mehr umstellen. Ja, deswegen ja. Du kannst es nur in der Quali, glaube ich, noch umstellen. Ja. Nee, in der Quali kannst du auch nicht mehr. Das heißt, dafür wirst du im Rennen langsamer Runden fahren, als wir hoffen, wir es mal. Ja. Ja, weiß ich auch, dass die sicher zur Wahl ist bei den Rennverhältnissen, aber. Du kannst durchgucken, was immer ist für ein Rennen. Ja, im Rennen hast du keinen Regen, aber ich habe glaube ein. Also bei Regen kann ich nicht fahren, also. Das ist nee. Schlimm. Ja? Bin nur am Wegrutschen. So, ich mache jetzt nochmal eine Runde. Auf welchem Platz bist du denn jetzt gerade? 6. Ich bin auf dem 2. Der Silia. Ja, siehst du, da startest du doch vor mir, Bruno, was hast du? Also ich glaube, in Australien mal Regen zu fahren war besser als in Malaysia, ey. Ja? Jo. Ja. Na, du kannst aber auch, Mein Tank ist leer. Ich meine auch. Ich vertropfe gerade mit Fett. Na, deswegen sollte man ja auch immer ein bisschen mehr Sprit reinmachen in der Quali. In den Einstellungen. Mindestens 7 oder 8 Runden, dann kannst du mindestens 3 oder 4 Runden, auf Fett fahren. Oh, mal gucken, wenn ich jetzt überhole. Ich glaube keinen. Nein, ich werde schlechter als bei der ersten Runde. Gibt doch gar nicht. Oh, 2. Platz. Dumme Box. Oh. Also so Baby, ich muss noch mal auf die Strecke, ne? Ja, ich bin noch auf der Strecke. Da kannst du dich auf dich sitzen lassen. Nee. Deswegen habe ich jetzt auch gerade nicht noch mal rausgefahren. Push mal die ganzen 10 Punkte. Alter, Massa, ne? Du machst mir die Runde kaputt. Ich werde dich dafür anklagen, du. Der bremst, statt Gas zu geben. Ich verstehe das einfach nicht. Ist der gerade noch ein Stück Kuchen oder was? Hat er aber nur Angst? Ja, merke ich. 1 und 3 war schon besten. In Rundenzeiten. So. Let's go. Was? Hilly 1,48?
Ja. Mal gucken, ob ich da hinkriege. Außer gut, klar. Ah, wer ist denn, wer fällt denn da direkt vor mir im Ferrari? Das ist am Limit. Qualifying, noch 5 Minuten. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Bremsen wollen schon ändern, stimmt. Oh, ich bin fast weggerutscht. Wer ist hinter mir? Bist du gerade ich? Bist du in einer schnellen Runde? Ich nie. Nee, ich mein Baby ist. Ich bin gerade in einer schnellen Runde, ja. Okay. Und ich überhol dich gleich. Also ich war jetzt in die Box, also es lohnt sich nicht. Oh, verdammt. Mehr als Zweiter krieg ich ja nicht hin. Bin ich nicht mal in einer schnellen Runde. Da haben gerade wirklich alle Fahrzeuge aus der Strecke, glaube ich. Ja. Ja, die letzten 4 Minuten, ne? Ja. Ich hab die Kurve so schlecht genommen. Aber die Kurve kannst du nie mit Vollgas geben. Ich weiß, dass ich keinen Sprit mehr habe, deswegen fahr ich auch gerade in die Boxengasse. Da springt das schon an, ob wenn du schon 2 Runden noch drin hast, gell? Ja. Ja. Am besten wird einführen, wenn du noch hier ohne Zeit fährst, erstmal auf morgen machen. So. Ja, genau. Na komm, Bruno, oder? Die Zeit musst du knacken können. Nee, knack ich nicht mehr, ich hab keinen Sprit mehr. Du musst die Aerodynamik geändert noch. Motor ohne ändern. Okay, gut. Jetzt fängt nämlich meine Karre an zu wackeln. Nen. Noch 3 Minuten. Ich weiß in Boxengast und bin mit dem Platz zufrieden. Hm. Oh Mann, da vorne ist aber viel Verkehr. Ja, ist auch alles. Ah! Oh. Jo, ein Caterham und ein Mawasher. Die stehen da ein bisschen. Ja, Kobayashi bremst zur Übel in der Kurve. Ich werde ihm fast in den Rhein gerauscht. Muss echt ausweichen. Nur mehr ist in der Box. Ja, Bernardo in der Season 1 bin ich besser, in der Season 2 bist du besser. Okay. Oh, nee. Du bist generell besser. Ich wurde sich nur eins besser. Also sind nur 2 und 3 habe ich abgelöst. So, jetzt habe ich hier Schilden vor mir. Hab mich auf die 2 geschoben. Nur Platz 3. Ah. Aber wie gesagt, ich kriege ja eh noch plus 10, von daher brauchte ich keine Angst zu haben um mich. Hab ich auch nicht. Also ich muss jetzt auf jeden Fall meine Reifen gleich ändern, weil halt da 0% Regen ist. Mach's automatisch. Okay. Weil es im Regen fährst, ja. Oder nicht im Regen fährst. So, 0,03. Na, noch 34 Sekunden hat er. Wenn man das Ziel fährt, dann kann man noch eine Runde. Ciao. Ich sehe gerade eh alle in der Box fahren. Verdammt. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt.
So. Nein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Was denn? Ich hatte im ersten Sektor eine Bestzeit, im zweiten Sektor eine Bestzeit und im dritten ist mir Perez vors Auto gefahren. Oh. Das kann doch nie wahr sein. Und dir saß da wieder plus 10 Positionen, also wieder 12. Ja, das ist schon wieder. So, mal kurz 5 Minuten Pause, ja? Jo. Ja. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Das war die Qualifikation und wir sehen uns dann zum Rennen. Ja. Wünsche ich sagen. Und dann. Bis später. Bis später. Tschüss.